Eine Angststörung ist eine Entgleisung eigentlich eines ganz gesunden und normalen Gefühls der Angst. Und Menschen, die an einer Angststörung leiden, leiden darunter, dass sie Angst haben, entweder vor bestimmten Situationen, obwohl sie letztendlich selber wissen, dass diese Situationen nicht gefährlich für sie sind. Oder aber Menschen haben eine anhaltende Angst während großer Teile ihres Tages, ohne dass es überhaupt irgendeinen Anlass für diese Angst im Geschehen außerhalb ihrer selbst gibt. Symptome einer Angsterkrankung sind tatsächlich die Gefühle der Angst. Verbunden mit den Körpergefühlen, die dazu gehören, also der schnelle Puls, das schnelle Herz, der kurze, flache Atem, das Gefühl, nicht genug Luft zu bekommen, das Gefühl von Schwindel sehr oft. Und bei manchen Menschen bleibt es so ein anhaltendes Gefühl der Angst. Bei manchen Menschen steigert sich die Angst bis in die Panik hinein, dass wir auch richtig von einer Panikstörung sprechen.